An deutschen Schulen wird der Drogenkonsum Jugendlicher zunehmend zum Problem. Und zugleich nimmt dort die Rauschgiftkriminalität zu. Das bilanzieren Landeskriminalämter und Innenministerien. Den stärksten Anstieg von Drogendelikten an Schulen gibt es demnach in Baden-Württemberg. 2015 wurden trotz flächendeckender Suchtpräventionsprogramme dort 939 Fälle gezählt, fast eine Verdreifachung gegenüber 2011. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mortler warnte vor der so wörtlich gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis.